Get it. Je m'appelle Lynn Marx, j'ai 21 ans. J'ai fait une section A longue au lycée de garçons d'Esch-sur-Alzette. Et pour le moment, je suis dans ma deuxième année bachelier bibliothécaire documentaliste à la Haute École de la province de Liège. Also der Beruf vom Dokumentalist gefällt mir so gut, weil ich in verschiedenen Arbeitsfeldern arbeiten kann. Zum Beispiel in Laboren, in Entreprisen, in Centre de Dokumentation. Eigentlich überall da, wo Informationen verwaltet wird. Was ich noch gerne mache, ist zum Beispiel dem Publikum helfen an seiner Recherche oder Fragen antworten. Ich muss ihn auch eben, so die ganze soziale Wohllebung auch ganz gut gefällt. Und des Weiteren ist es ein immens interessanter Beruf, weil es immer etwas Neues zu entdecken gibt und es nie langweilig wird. Also ich rede jederzeit um die von Natur aus Vierwitziges, den auf Wissen interessiert, das die fasziniert das im Dokumenter und den auch einfach eine große Allgemeinbildung ausstrebt, um in diesen Bereich zu gehen. Es ist ein Beruf, den in der nächsten Zeit nicht wird verschwunden, es werden also Leute gebraucht gehen. Und weil ihn eben an so viele verschiedene Richtungen gehen kann, also auch für jeden etwas dabei, wann ihn interessiert, wie an das Richtung zu gehen. Also eine erste Herausforderung ist die Sprache. Ich studiere zu Lägern in Belgien, das ist eine französischsprachige Stadt. Und die Kuren waren okay, mir mich selber am Französischen ausdrücken, als mir schwer gefallen. Ich habe mich aber schon verbessert, das ist schon gut. Und ich von meinen Hauptgründen auch eben auf den Blick zu gehen, weil für meine französische Sprache zu verbessern. Eine weitere Herausforderung war, dass ich das hier so viele Stunden Kur hatte. Mir, das war aber immer interessant, ich habe ganz viel beigelehrt und auch von anstrengend war, bereuen ich aber nicht. Also das kann ich nicht ganz genau sagen. Ich weiß bewusst, dass ich in unseren Berufen immer muss mit der Zeit gehen, muss ich sich immer informieren. Man legt ganz viel Wert darüber, Formation kontinuierlich zu machen, nach einem Studium für immer up-to-date zu sein. Was sicher ist, ist, dass den digitale Wolle immer mehr Wert abkommen und dass als Bereich immer Wert mehr wichtig gehen und dass als Studien eben auch immer mehr Wert auf den Bereich spezialisiert gehen. Weil ich zuletzt einen Bachelor an der Bibliothekonomie, mir auch eben an der Dokumentation habe, sehe ich die zwei Seiten von zwei Berufen, die zwar Gemeinsamkeiten haben, mir aber trotzdem unterschiedliche Arbeitsphilosophien aufweisen. Dafür weiß ich nicht ganz genau, ob ich lieber will, an einer flotter, dynamischer, öffentlicher Bibliothek schaffen oder vielleicht echt an einem Centre de Documentation, wie zum Beispiel dem Notcha zuletzt. Also der Notcha ist ein Dokumentationszentrum, das sich auf die Prävention von Abhängigkeiten spezialisiert. Das heißt, sie sammeln eigentlich Informationen über dieses Sujet und stellen den Betroffenen und den Familien zur Verfügung und unterstützen sie eben aus dem Weg, aus der Abhängigkeit. Also ja, ich habe schon vor meinem Studium Stagen am BOD-Bereich gemacht. Also BOD, das steht für Bibliothekar, Archivist und Dokumentalist. Und ich habe Stagen gemacht, um zu gucken, ob mich der Bereich überhaupt interessiert und ob ich will dann in die Richtung studieren gehen. Ich habe zum Beispiel Stagen am Centre National de Literatur gemacht, an der Ascher Bibliothek oder auch am Centre National de l'Audiovisuel. Und ich habe gemerkt, dass das mir gefällt, dass das absolut ziemlich ist. Und dafür bin ich eben auch in die Richtung studieren gegangen. Dafür fand ich es wichtig, dass eben Schüler, Studenten Stage machen, für dass sie besser Verständnis von Beruf kriegen. Am Studium selber muss ich alle Jahre Stage machen, da das obligatorisch und gehört zur Ausbildung mit dabei.
Am echte Joer muss ich hunsch missen 3 Joer an eng oder 3 Wochen an eng öffentlich Bibliothek goen. Am zweite Joer geht die 5 Wochen an ein Centre de Documentation. An am dritte Joer muss ich 10 Wochen Stage machen, mit du hörst in der Schwa, ob ich will, echt an eng öffentlich Bibliothek oder an ein Centre de Documentation goen. Also Katalogage gefällt mir ganz gut. Katalogage ist das Abholen von Dokumenten und bestimmte Regeln an den Katalog. Für das sehen sie eben rümpfend und das auch eben der Publik weiß, was eine Institution an ihre Kollektionen hat. Dann gefällt mir auch noch gut Archivistik. Ich habe da eine kleine Introduktion gekriegt und da haben sie eben gesehen, in welchen Konditionen Papier und andere Materialien am besten konserviert gehen. Und weil ich immer schon ganz gerne gesprochen habe, gefällt mir immer gut mein Holländischkurs. Ich habe zum Beispiel auch Kuren, wo wir Datenbanken gucken und analysieren und ein bisschen sehen, wen es am besten kann benutzen. Ich muss mich an spezialisierte Revuen auskennen und auch entscheiden können, wie eine Information wichtig, unwichtig, richtig oder falsch ist. Alors, si on fait un stage, un job d'étudiant ou aussi après dans le métier, je trouve important d'avoir une personne de référence qui explique le fonctionnement interne de l'institution, mais qui est aussi disponible si on a des questions pour nous aider, vraiment pour nous encadrer. Puis, il est aussi important de s'intégrer dans l'équipe de l'institution pour faire des échanges. Et pour mieux se sentir, parce que comme ça, on ne se sent pas seul et l'atmosphère est déjà plus agréable et c'est plus facile de participer au travail quotidien de l'institution. Also, ich gebe ganz gerne Dokumente katalogisieren, organisieren und den Leuten zur Verfügung stellen. Mehr auch die Leute helfen, wenn sie Fragen haben oder Probleme haben bei der Recherche, also die ganzen sozialen Volley. Und dann würde mich auch interessieren, wie mitzuhelfen bei Animationen, Evenementen oder Expositionen oder auch mal selber ein bisschen Recherche zu machen. Ja, das hängt alles ein bisschen auf, wo ich selber will schaffen gehen, später hin. Und ich bin halt bereit, mich anzupassen, neue Sachen zu lernen und noch zu meistern.